Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mini-Podcast. Ja, die Frage bzw. der Inhalt ist, was daddelt ihr gerade? Ich meine, Cyberpunk ist stark verschoben worden. Ich persönlich habe keine Aussichten auf eine PlayStation 5, die ist einfach nirgendwo erhältlich. Also, womit vertreibt ihr euch jetzt gerade die Zeit? Bei mir seht ihr hier gerade, ich zocke Nioh 2 bis vor kurzem eigentlich, ja, vor ein, vielleicht zwei Tagen, je nachdem, wie schnell der Podcast online kommen kann. Ich muss sagen, ich bin von Nioh 2 ziemlich begeistert und holy shit, ist das Spiel riesig. Das Spiel ist riesengroß, Mann. Das darf man nicht unterschätzen. Ich bin da auch so ein bisschen rangegangen, dachte mir, ja, mal eben kurz Nioh 2 durchspielen und alter Schwede, die haben im Vergleich zum ersten Teil haben die das Spiel so viel größer gemacht, haben so viele Verbesserungen eingebaut, so viele Mechaniken eingesetzt und es bleibt nach wie vor Nioh. Soll heißen, das Spiel ist bockschwer. Das ist wirklich also nochmal eine Schippe härter als der erste Teil. Aber es macht wirklich großen Spaß. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Was ihr hier seht, sind einfach Schnipsel aus dem Midgame. Keine Spoiler in irgendeiner Form. Das hat hier nichts mit Story zu tun. Ist einfach so eine Challenge-Mission. Die ist ziemlich schwer und im New Game Plus, was in Nioh ein wichtiger Bestandteil ist des Spiels, soll das hier die schwerste Mission sein des gesamten Spiels überhaupt und sowieso. Kann ich mir vorstellen. Allerdings mit dieser Taktik, die ich da mache, kann man sie auch wunderbar cheesen. Es sei denn, das Verhalten der Gegner ändert sich im New Game Plus. Ich muss zu dem New Game Plus noch ich muss betonen, wirklich ausdrücklich nochmal erwähnen, wie unglaublich gut und positiv das ist. Was gibt es Besseres als mehr von einem Spiel, das einem Spaß gemacht hat? Und der New Game Plus bietet ja häufig das auch. Also ich meine, so ein Dark Souls, das fetzt mit einem New Game Plus nochmal richtig geil. Man kann das ganze Spiel nochmal erleben, hat jetzt ein bisschen mehr Equipment, ist kein nackter Lurch mehr. Und ich liebe es, wenn Sachen verändert werden im New Game Plus so ein bisschen. Und das tut Nioh 2. Hier ist ein anderes Enemy Placement. Was ich auch geil finde, ist, dass es im New Game Plus sagt, komm, scheiß auf die Cutscenes. Die überspringt das Spiel dann einfach und beziehungsweise bietet euch die Option, das schneller zu überspringen und lässt euch ansonsten einfach durchpowern, weil ihr kennt das schon alles. Aber die Missionen sind anders. Neue Gegner, die normalerweise beziehungsweise andere Gegner, die normalerweise da noch nicht gestanden hätten, stehen da jetzt plötzlich. Weil im Storyverlauf kommen immer mehr Dämonen dazu. Ne? Es sind immer mehr, immer andere. Und beim New Game Plus ist das dann so, ja, scheiß drauf. Du hast gleich von Anfang an die gesamte Bandbreite und Palette von Gegnern zur Verfügung, die dir auch schon in den ersten Missionen begegnen können. Und das ist echt cool. Cool und gut gemacht. Also der Umfang des Spiels ist riesig. Und die DLCs kosten 10 Euro das Stück. Einer ist gerade erst rausgekommen, ganz frisch erschienen. Und ich muss sagen, der Inhalt scheint fair zu sein. Für 10 Euro, 10 Missionen, eine neue Waffe, neue Dämonen, neue Gegner, neue Geister, die euch besessen können. Also ich persönlich würde sagen, 10 Euro ist völlig angemessen. Und ich finde es gerade ein kleines bisschen schade, dass ich das jetzt nicht mehr zocke. Weil am 4. November, also für uns Deutsche realistisch am 5. November, ist die neue Season von Apex Legends gestartet und die finde ich sehr aufregend. Da habe ich große Lust zu spielen. Ich hatte jetzt, da das jetzt schon meine 7. Season ist, genug von der Premium Currency. Also ihr wisst ja, bei diesen Free-to-Play-Spielen gibt es eine Bullshit-Währung, ja, die man sich im Spiel verdienen kann. Und es gibt die Premium-Währung, die in der Regel mit Echtgeld gekauft werden muss. Und der Battle Pass kostet normalerweise 10 Euro. Oh, dann habe ich schon 70 Euro für das Spiel gelassen.
krasse Nummer. Aber finde ich völlig angemessen. Ich habe damit schließlich auch schon sehr viel Spaß gehabt. Anyway, was wollte ich sagen? Genau, ich hatte genug von der Premium-Währung übrig, weil man was zusammengesammelt hat über im Laufe der Battle Pässe. So, dass ich dann nur ein ganz kleines Paket kaufen musste und habe mir dann eben mit meiner gesamten Premium-Währung, die ich hatte und dann noch, weiß nicht, ich glaube, das kleinste Paket waren 5 Euro, das ich kaufen musste, habe ich mir den ganz großen Battle Pass gekauft. Der einzige Unterschied ist, dass man dort nicht mit Level 1 startet, sondern schon mit Level 25. Ich erhoffe mir dadurch einfach, das Ende dieses Battle Passes auch realistisch erreichen zu können, weil EA hat wahrscheinlich bei Respawn Entertainment ziemlich Druck gemacht. Die Seasons sind jetzt mittlerweile sehr kurz geworden. Man hat als Gelegenheitsspieler, ich sag mal, Mühe, den Battle Pass voll zu kriegen. Man muss wirklich viel Zeit mit dem Spiel verbringen. Alles aus meiner Sicht. Also vielleicht sagen auch andere Leute, die deutlich mehr Freizeit haben, das ist völliger Quatsch. Das ist noch locker lässig zu machen. Aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung. Mit Haus, Kind, Familie und muss ich sagen, holy shit, Apex hat wirklich an Fahrt aufgenommen. Was den Fortschritt des Battle Passes angeht. Früher hatte man den Battle Pass relativ leicht geschafft und hatte noch, ich sag mal, 2 bis 3 Wochen Zeit, bis die neue Season startete. Also konnte man sich noch ein bisschen erholen von dem Spiel. Das hat jetzt so viel Fahrt aufgenommen. Ich sehe das eigentlich nicht mehr als möglich. Dieses Mal habe ich mir aber gesagt, komm, den ganz großen Battle Pass, den gönnst du dir jetzt, weil die Belohnungen diesmal mir sehr, sehr gut gefallen haben, aber ich nicht glaube, dass ich den Battle Pass auf normalen Wege füllen kann, denn Cyberpunk steht vor der Tür und ich werde sicherlich kein Apex Legends spielen, wenn Cyberpunk da ist. Es sei denn, ich habe nur 20 Minuten Zeit. Das ist dann vielleicht eine andere Nummer, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Cyberpunk selbst für 20 Minuten einem etwas bieten kann. Und sei es nur, ein bisschen was im Inventar aufzuräumen oder durch die Stadt zu schlendern oder sonstiges. Deswegen ist die Season 7 bei Apex unter Umständen auch mein Abschied von dem Spiel gefühlt. Mal schauen. Wenn das Tempo so weitergefahren wird, werde ich wahrscheinlich in Zukunft die Battle Pässe einfach nicht voll kriegen. Also ich zahle dann die 10 Euro für den Battle Pass, aber schaffe es nicht, ihn auf maximale Stufe zu ziehen. Und damit ist dann für mich auch der Reiz irgendwann wirklich weg. Also ich weiß natürlich, dass das alles nur reine Kosmetik ist. Allerdings macht es auch irgendwie Spaß, das alles aufzufüllen und zu sammeln. Dann kommt so ein bisschen der Sammeltrieb durch. Und wenn man Geld da lässt für die Erlaubnis, etwas sammeln zu können, ja, anders kann man es schon gar nicht mehr formulieren, und man kriegt aber nicht genug Zeit, dann ist für mich das Angebot sein Geld einfach auch nicht mehr wert. Mal schauen, die Season 7 läuft jetzt wieder nur noch 10 Wochen. Es gab eine große Umstellung in den Erhalt von Erfahrungspunkten und eventuell sind 10 Wochen jetzt ausreichend? Ich glaube das allerdings nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen spielen können und im Vergleich zu dem alten System, wie man Erfahrungspunkte gekriegt hat, habe ich das Gefühl, das dauert alles viel länger, um im Battle Pass aufzusteigen. Ja, ich wollte euch einfach nur mal ein bisschen Einblick gewähren über meine wirren Gedankengänge bezüglich Apex. Ich habe noch viel mehr dazu. Zum Beispiel hoffe ich, dass in Europa weiterhin die Lootbox unter starken Druck gestellt wird, dass mehr Klagen gegen EA kommen. Es gibt mittlerweile viele europäische Länder, die die Lootbox tatsächlich als Glücksspiel auch erkannt haben und EA auch verklagt haben. Und ich kann nur hoffen, dass es eine europaweite Lösung gibt. Der Laden wird sich nicht bessern, machen wir uns nichts vor. Wenn der Gesetzgeber aufgeholt hat, wird EA mit irgendetwas Neuem um die Ecke kommen, wie sie Spieler ausnehmen können und, ich sag mal, manipulative Mechaniken
implementieren können, um menschliche Schwächen anders ausnutzen zu können. Ich denke, wir brauchen uns bei so großen Entwicklern, EA, Take-Two und wie sie alle heißen, keine Hoffnungen auf Besserung zu machen. Wirklich, ich sehe das absolut pessimistisch. Ich sehe auch eher, dass bis auf einige ganz wenige Ausnahmen, die AAA-Hersteller in der Videospielbranche, für so klassische Spieler wie mich, immer unrelevanter werden. Wie soll man das anders nennen? Und dass Indie-Entwickler signifikant mehr an Wichtigkeit gewinnen, Leute, die das Ganze noch mit Leidenschaft betrachten, so ein Videospiel, und nicht als eine Möglichkeit sehen, wie man Leute ausnimmt. Es ist okay, damit Geld zu verdienen. Schließlich fließt da auch viel Arbeit rein. Aber es ist ein Unterschied, ob man Geld verdienen möchte oder ob man Menschen ausnehmen möchte. Und somit haben wir die perfekte Überleitung zu CD Projekt Red. Einem Unternehmen, das nicht so gut zu seinen Mitarbeitern ist, wie es zu seinen Fans ist. Also das muss jeder selbst bewerten, wie er das sieht. Und zu Cyberpunk. Mich würde mal eine Sache wirklich brennend interessieren, ob es euch da genauso geht wie mir. Und zwar mit der zweiten Verschiebung jetzt in den Dezember hinein, ist eure Vorfreude auf Cyberpunk eigentlich abgeklungen? Oder habt ihr noch einen härteren Hype gekriegt? Denn Hand aufs Herz, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, wirklich ganz ehrlich zu mir selbst und auch zu euch, ich habe ein klitzekleines Stück weniger Lust auf Cyberpunk mittlerweile, als ich es vorher hatte. Durch diese ständigen Verschiebungen ist irgendwie bei mir irgendwas passiert, was ich nicht erkenne, was ich nicht weiß, was es ist. Aber definitiv bin ich nicht mehr durch und durch gehypt. Es ist wirklich ganz, ganz stark abgeklungen bei mir. Ich freue mich immer noch drauf. Ich glaube, dass das ein tolles Zockerlebnis sein wird. Aber wenn die Project Red jetzt aus ihren Löchern gekrochen kommt und sagen, wir verschieben Cyberpunk jetzt nochmal um 3 Monate, dann ist mir das irgendwie auch egal. Also ich bin an dem Punkt angekommen, wo mir das egal ist, wann es erscheint. Das war beim ersten Mal noch nicht so. Da habe ich mich sehr geärgert über die Verschiebung und habe mich sehr auf den Release gefreut. Und jetzt bin ich wirklich an so einem Punkt, wo ich sage, ich weiß auch nicht, einfach so ein Meh. Geht's euch da genauso oder bin ich da irgendwie der Einzige, der aufgegeben, / resigniert hat? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Von meinem direkten Umfeld, was ich so mitgekriegt habe, ist, dass die Vorfreude nach wie vor ungehemmt ist und dass ich da wohl die einzige Anomalie bin, die sich da jetzt mittlerweile sagt, so, naja, wird bestimmt geil, aber irgendwie so diese geile, reine Freude, dieses unbändige, sich auf etwas richtig doll freuen, das ist weg. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es hin ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das an den ganzen Verschiebungen liegt, dass es überhaupt verloren gegangen ist. Dann habe ich noch den Early Access von Baldur's Gate 3 gespielt. Ich muss sagen, das Spiel hat noch einen weiten Weg vor sich. Es hat einen verflucht weiten Weg vor sich. Das ist noch nicht mal... also ich persönlich, wenn nicht ein Wunder geschieht, sehe es eigentlich nicht mal im 2021 in den vollen Release gehen. Das Spiel macht einen sehr guten Eindruck, aber da sind einfach noch so viele Sachen, die verbessert und angeglichen werden müssen. Es ist auch, die Musik ist nicht wirklich stimmig. Ich finde die Musik nicht gut, und was halt ein Todesurteil ist für so ein Rollenspiel. Baldur's Gate 3 fühlt sich nicht an wie ein Baldur's Gate Titel, es fühlt sich an wie ein Divinity Original Sin Titel. Das ist vielleicht erstmal, auf den ersten Moment hört sich das für euch vielleicht wie ein Lob an, ist es aber nicht, auch wenn Divinity Original Sin 1 und 2 unglaublich gute Rollenspiele waren, so möchte ich doch, dass Baldur's Gate sein eigenes Feeling hat
und nicht das von Divinity Original Sin nachbaut, weil dann kann man es auch lassen und direkt an einem Nachfolger arbeiten. Ich bin mir sicher, ihr wisst, was ich meine, aber es fühlt sich eben nicht an wie ein Baldur's Gate Spiel. Das ist halt, das ist der größte Kritikpunkt, da müssen die Entwickler dringend ran, ganz dringend. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die so gegen die Regeln verstoßen von Dungeons & Dragons 5. Edition. Wenn es nach mir ginge, sollten sie sogar noch viel, viel, viel mehr gegen Regeln verstoßen. Denn die Baldur's Gate Regeln sind nicht in Stein gemeißelt, sie sind Guidelines, Richtlinien und ich kenne keinen einzigen Dungeon Master. Ich kenne absolut keinen einzigen Dungeon Master, der nicht mindestens eine Handvoll Regeln selbst implementiert, weil er mit dem Grundregelwerk so nicht zufrieden ist. Dazu zähle ich mich auch. Wenn ich Dungeon Mastere, habe ich auch Sachen angepasst, weil ich mir gedacht habe, das Standardregelwerk bietet da einfach keine gute Lösung. Und da habe ich meine Ideen für besser gehalten. Und die Waagschale kann natürlich immer in alle Richtungen kippen. Aber ich sage das mal ganz klar. Solange es Spaß macht, ist alles in Ordnung. Das ist die Faustregel. Und wenn es euch Spaß macht, mit einem Charakter zu spielen, der alle Attribute auf Maximum hat, wenn ihr daran Spaß und Freude habt, dann lautet meine Frage, warum denn nicht? Ja? Warum sollte es euch dann nicht ermöglicht werden? Wenn ihr das wirklich wollt, ich persönlich hätte da keine Freude dran, aber wenn ihr das als geil empfindet, ja dann warum nicht? Es ist doch nur ein Videospiel und es geht wirklich darum, einfach eine geile Zeit zu haben und sich unterhalten zu lassen. Und wenn eure Unterhaltung damit auch ein bisschen zusammenhängt, dass ihr so einen richtigen Power-Character habt, ja, dann bitteschön. Warum nicht? Also, Larian kann gerne noch viel mehr Regeln brechen, um den Spielefluss es ist ja ein Computerspiel, um den Spielefluss einfach noch besser zu machen, geschmeidiger zu machen, ein bisschen moderner zu machen. Das wäre meine Empfehlung für die, da mal so richtig in sich zu gehen und zu überlegen, von welchen Hausregeln könnte das Videospiel Baldur's Gate 3 am meisten profitieren und diese dann auch einzuführen. Das war's aber auch mit meinen aktuellen Spiele-Eskapaden. Mehr habe ich gerade nicht auf dem Zettel, also Neo, Apex, Baldur's Gate 3 und naja, Cyberpunks gedämpfte Vorfreude runtergedämpft. Ja, die nächste Frage ist einfach, was daddelt ihr? Was habt ihr gerade so auf dem Zettel oder in der Konsole? Habt ihr irgendwie einen kleinen Schatz entdeckt, den ihr unbedingt hier mit der Community teilen wollt? Ich bin immer auf der Suche nach kleinen süßen Spielen, mit denen man sich mal eine Woche oder zwei ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Aber im Moment habe ich das gerade nicht mehr da. Ich habe mit Star Renegade hatte ich ein bisschen Spaß, aber auch da habe ich mir jetzt genug die Finger verbrannt an Early Access Spielen. Ich erkenne immer wieder, immer mehr, dass ich nicht zurückkomme zu Early Access Spielen, sobald sie den Early Access verlassen haben. Das wird bei Baldur's Gate sicherlich anders sein. Das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, genauso wie eine andere bewusste Entscheidung, nicht ein anderes Early Access Spiel zu kaufen, das auf dem Dungeons & Dragons Regelwerk basiert, sondern zu sagen, jetzt warte ich. Ich habe wirklich, mir ist die Lust an Early Access absolut vergangen. Ich habe da keine Böcke mehr drauf. Deswegen, Baldur's Gate 3 war erstmal für lange Zeit für mich persönlich das letzte Early Access und würde mich jetzt wirklich brennend interessieren, was ihr da so noch habt, was ihr mir vielleicht empfehlen könntet oder auch den anderen Zuschauern. Das war's dann auch schon von meiner Seite, meine Freunde. Bitte lasst mich noch wissen, ob ihr
Interesse daran hättet, an weiteren lockeren Podcasts, dass wir uns einfach zwanglos ein bisschen unterhalten können über verschiedenste Themen, ohne dass ich mich speziell darauf jetzt vorbereite. Einfach so wie am Beispiel diesen Podcast, wo ich euch einfach mal so ein bisschen was erzähle, was bei mir gerade so vorgeht. Soweit, meine Lieben, wünsche ich euch allen noch ein richtig geiles Wochenende. Macht es gut alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare und ciao, ciao.